das Referat gegliedert in 6 Teile. Der erste Teil, der Ausgangspunkt, Vernunft und selbstständiges Denken als das Programm, das Kant seinerzeit für nötig gefunden hatte. Der zweite Teil, wie sich dieses Programm übersetzt in eine Moralphilosophie, der es darauf ankommt, die Autonomie des Willens zu gewährleisten. Der dritte Teil, wie Kant diese Autonomie des Willens oder auch den kategorischen Imperativ zu einem Staatsprogramm weiterentwickelt hat, mit Unterabteilungen wie Recht, was hat der Staat dem Willen gegenüber zu tun, Eigentum, solche Kleinigkeiten, wenn Zeit dazu ist, wie Todesstrafe, Ehe, sind vorgesehen. Der vierte Teil, wie stellt Kant sich die Durchsetzung seines Vernunftprogramms auf internationaler Ebene vor? Hauptsächlich in seinem Programm so, was ist ein ewiger Friede, also das Verhältnis der Staaten zueinander betreffend, zusammengefasst. Der fünfte Teil, welche Bedingungen unseres Erkenntnisvermögens gewährleisten überhaupt oder gewährleisten nicht, dass solch anspruchsvolle Moralphilosophie, Staatsphilosophie, solch anspruchsvolles Vernunftprogramm überhaupt möglich ist. Der fünfte Teil also kurz, die wesentlichen Grundgedanken der Erkenntnistheorie Kants, die er selbst als Absicherung seiner Moralphilosophie verstand. Der sechste Teil, die auf Moral, Glauben und das Verhältnis zum Wissen zurückverweisenden Konsequenzen dieser Erkenntnistheorie. Der sechste Teil also ist oder sind Glaube und Wissen Gegensätze? Sind sie vereinbar? Sollen sie nebeneinander bestehen? Sollen sie sich wechselseitig bestreiten? Und wie Kant das sagt? Kant war der Meinung, dass der Mensch in erster Linie ein Vernunftwesen sei. Dass die den Menschen wesentlich bestimmende Eigenschaft, seine Vernunft, seine Fähigkeit zu denken sei. Und er schrieb dieser Fähigkeit auch noch das Attribut zu, dass wenn sie betätigt wird, wenn gedacht wird, wenn vernünftig gedacht wird, dann lässt sich daraus eine geordnete, geregelte Praxis und eine richtige Theorie machen. Deshalb hat Kant durchaus positiv an einige Gedanken der französischen Aufklärung angeschlossen, zumindest so angeschlossen, wie er sie verstand. Dazu das erste Zitat. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache desselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also auch der Wahlspruch der Aufklärung. Wie gesagt, so versteht Kant die Aufklärung und so bezieht er sich positiv auf sie. Sein Wahlspruch also, denke selbstständig. Darauf kommt es an. Selbstständiges Denken ist zugleich die Garantie dessen, dass Vernünftiges dabei rauskommt. Das ist seltsam. Der bloße Aufruf Denken hat ihm also nicht genügt. Andererseits, wie soll man anders denken als selbstständig? Er glaubte, das Attribut selbstständig, eigene Gedanken fassen, wäre nötig, wäre also eine Gewähr dafür, dass mit der Vernunft oder mit dem Verstand auch richtig umgegangen wird. Ein Programm, das die Vernunft, den Verstand zur Instanz macht, auf die man sich verlassen können soll. Auch zu einer Instanz, die jeder Mensch hat. Denn er sagt ja, es liegt nicht am Mangel des Verstandes, sondern am Mangel, ihn zu betätigen. Das ist eigenartig. Er wirft den Leuten vor, die er vor sich hat, der Gesellschaft und den Individuen seiner Zeit, sie hätten nicht selbstständig gedacht, sie seien unmündig
würden also schlicht und einfach nachdenken, was andere ihnen vorsagen. Rationell genommen ist das eigentlich kein Vorwurf. Wenn jemand etwas Richtiges denkt, er denkt es mir vor, zum Beispiel der Versuch bei so einem Teach-In, und man denkt es nach, man findet es für richtig, dann hat man einerseits tatsächlich nachgedacht, einfach nachvollzogen, was ich zum Beispiel hier erzähle. Dass man das nicht selbstständig gemacht habe, dass also sich etwas vorsagen lassen, unselbstständig sei, das ist schon fast der Vorwurf, das ist schon der Vorwurf, wenn man etwas nachdenkt, betätigt man seinen eigenen Verstand überhaupt nicht. Da ist doch die Frage, wie soll ich, wenn ich einfach etwas übernehme von jemand anderem, das überhaupt übernehmen, ohne den Inhalt dessen, was ich übernehme, mir, um jetzt mit Kant zu reden, eigentlich selbstständig zum Gedankeninhalt zu machen. Etwas übernehmen, ohne dabei zu denken, der Vorwurf, der den Kant hier macht, an die seiner Ansicht nach Unmündigen. Dieser Vorwurf spricht also seinen Adressaten einerseits einen Verstand zu, andererseits spricht er ihnen genau diesen Verstand ab, zumindest die Betätigung dieses Verstandes. Wenn jetzt jemand tatsächlich so verfahren würde, wie Kant ihm vorwirft, der wäre in der Tat absolut orientierungslos. Der wüsste nicht einmal, was er überhaupt an Gedanken übernimmt. Er denkt sie ja nicht. Er betätigt ja seinen Verstand nicht. Denn Betätigen des Verstandes, das wäre selbstständig auf etwas kommen. Der hätte also auch umgekehrt, es wäre in der Tat ein leichtes, dass ihm heute der das eine, morgen ein anderer etwas anderes erzählt und er einfach alles mechanisch nachplappert, ohne überhaupt zu wissen, ohne überhaupt zu begreifen, was das ist, was er nachplappert. Dem widerspricht schon ziemlich das, was die Leute damals getrieben haben, was Kant auch wissen musste und auch sicher gewusst hat, dass die Leute nämlich nicht einfach irgendetwas unselbstständig übernommen haben, sondern sehr gewissen Personen nachgedacht haben, sehr gewissen Personen geglaubt haben. Die glaubten dem Fürsten und die glaubten dem Pfaffen. Die glaubten zum Beispiel keinen Aufwieglern dagegen. Das ist doch ein Beleg dafür, dass das, was damals an Ideologien oder auch an Gedanken, um es neutral zu formulieren, von oben her, also von Religion und Staat, vom feudalen Staat übernommen wurde, sehr wohl zum Inhalt eigenständiger Gedanken wurde. Sonst hätte nämlich niemand mit den religiösen und mit den staatstreuen Gedanken überhaupt zum Beispiel aufwieglerische Gedanken oder auch solche philosophischen, an die Vernunft appellierenden Gedanken, wie Kant sie formulierte, abgelehnt. Sonst hätte niemand überhaupt auch nur an einer Ideologie oder an einem Gedanken festgehalten. Wenn Kant also den Vorwurf der Unselbstständigkeit an die Menschen macht, so ist dem zu entnehmen, dass er eine Scheidung macht, dass er scheidet zwischen ihrem Willen und ihrem Verstand. Ihrem Willen nämlich zu denken und dem Inhalt des Verstandes. Es ist also ein Vorwurf, der an den Charakter derer geht, deren Gedanken ihm nicht gepasst haben, an die Psyche derer geht, deren Gedanken ihm nicht gepasst haben und nicht an die Gedanken oder nicht an den Inhalt der Gedanken, die er für verwerflich hielt. Es ist also der Vorwurf, die hätten sich nicht entschlossen zu denken, was den Widerspruch beinhaltet. Wie soll ich mich denn überhaupt entschließen zu denken oder auch nicht zu denken, einem Gedanken nachzufolgen oder ihm nicht nachzufolgen, ohne mir diesen Gedanken klar gemacht zu haben, ohne selbstständig diesen Gedanken nachvollzogen zu haben. Und das ist eben kein Widerspruch, das Selbstständige und das Nachvollziehen. Umgekehrt ist es Kant von dieser Scheidung
des selbstständigen Denkens einerseits und des Unmündigseins andererseits werden. Unmöglich, überhaupt eine Kritik der seinerzeitigen Ideologien noch zu tätigen. Denn die Kritiken oder die Gedankenweisen, die ihm nicht gepasst haben in seiner Zeit, die muss er sofort mit dem positiven Attribut versehen, von irgendjemandem werden sie wohl selbstständig gedacht gewesen sein. Es ist also auf der einen Seite, stellt er den Missstand fest, er hat Leute vor sich, die allen möglichen Quatsch nachplappern. Aber er kann ihnen nicht mal vorwerfen, dass sie einen Quatsch nachplappern. Weil der Quatsch, der ist ja hier von irgendjemandem, da ist ja irgendjemand sehr selbstständig draufgekommen. Er hat also auch das durchaus positive Attribut, dass sich jemand zu denken getraut hat. Sondern er kann ihnen nur das nachplappern vorwerfen. Das ist natürlich jetzt ein absurder Vorwurf. Denn jeder, der solche Gedanken wie zum Beispiel religiöse oder auf die Anerkennung der damaligen Feudalherrschaft gerichtete Gedanken, jemand, der solche Gedanken teilte, das Nachvollziehen, das Unmündigsein vorzuwerfen, das unterstellt ihn ja gerade als jemanden, der gar nicht in der Lage sein will, diese Gedanken aufzugeben. Er will sie ja nachvollziehen. Und zugleich wird ihm anempfohlen, er solle sie doch gefälligst aufgeben. Es ist also keineswegs eine kritische Leistung, die Kant hier vollbringt, sondern es ist die Leistung eines puren Appells, eines widersprüchlichen Appells an jemanden, von dem er meint, der wolle gar nicht, aber er solle doch. Wenn Kant also jetzt die Vernunft oder die Betätigung der Vernunft oder des Verstandes, da macht jeder Unterschied nicht viel aus, er wird an anderer Stelle dann interessant, hier ist es noch das Gleiche. Wenn Kant also die Betätigung des Verstandes, die selbstständige oder eigenständige Betätigung des Verstandes als eine Fähigkeit, als eine Möglichkeit, die der Mensch hat, aufzeigt oder für positiv hält, andererseits die Menschen geißelt, dass sie gerade diese Fähigkeit nicht einsetzen würden, dann muss er notgedrungen einen Grund finden, der zugleich im Charakter dieses Menschen ist, der zugleich Willensinhalt und auch Verstandesinhalt dieses Menschen ist, der ihn hindert daran, selbstständig zu denken. Das ist die Fortsetzung. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gern zeitlebens unmündig bleibt. Und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerten. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Leuchtet mir zunächst überhaupt nicht ein. In dem Sinne, wie Kant das hier meint, nachplappern, sich quasi bewusstlos Gedanken anderer zum eigenen Gedanken zu machen, also deren Gedanken mehr oder weniger auf den Leim zu gehen, das ist überhaupt nicht bequem. Man bequemt sich dabei nur an eines, das ist für einen selber sehr unbequem. Man macht schließlich alles das, was ein anderer von einem will. Und er will meistens nichts Bequemes für einen selbst, sondern für sich selbst. Also, Bequemlichkeit. Der Vorwurf der Bequemlichkeit, der ist hier schon ganz anders gemeint, als da hat ein Mensch nichts davon, wenn er Gedanken anderer nachdenkt. Da hätte ein Mensch was davon, wenn er Gedanken anderer nachdenkt. Sondern es ist der pure Vorwurf, die pure Umdrehung dessen, was oben Sapere Aude heißt. Wenn, also die Konsequenz dieses Widerspruchs, wenn der Mensch verstandesbegabt ist, das aber nicht einsetzt, dann muss es in ihm eine Kraft, eine negative Kraft, eine Trägheit geben, das nicht zu tun. Diese Trägheit nun aber, die tritt gleich dem
den Touch, dass Bequemlichkeit, etwas haben wollen, es sich einfach machen zu wollen, es sich leicht machen zu wollen, richtiggehend der Gegensatz zu Verstand ist. Wie gesagt, nochmal das Argument dagegen. Wenn ich meine Interessen, Zwecke, Absichten nicht verstandesgemäß befördere, dann komme ich nie dazu, die durchzusetzen, nie dazu, die zu realisieren. Insofern ist sich verstandesmäßig auf etwas beziehen, etwas durchdenken, immer noch die bequemste Art und Weise, damit zurande zu kommen, seine eigenen Absichten zu befördern. Wenn Kant also hier die Bequemlichkeit zum Gegensatz von Vernunft macht, so macht er richtiggehend einen Gegensatz im Menschen auf. Der Mensch ist auf der einen Seite ein Sinnes- und Leibeswesen, ein Wesen, das für sich etwas will und das möglichst bequem. Und es ist auf der anderen Seite und im Gegensatz dazu ein Wesen, das getrennt und im Gegensatz zu seinen sonstigen Eigenschaften vernunftbegabt ist. Es ist also hier bereits in dem Programm, die Vernunft solle aus nichts anderem als aus sich selbst heraus sich bestimmen. Sapere aude, Verstand betätigen ist bereits das, was einen adäquaten Einsatz des Verstandes gewährleistet. Aus diesem Programm heraus, die Vernunft als sich selbst bestimmend, was eine reine Tautologie ist, weil dann das Kriterium, wie sie sich denn bestimmen solle, wie der Mensch, was der Mensch richtigerweise oder falscherweise wissen soll oder was er nicht wissen soll, weil das Kriterium da absolut fehlt. Dieses Programm ist bereits eine Absage an das, was man sich vielleicht noch darunter vorstellen mag. Vernünftig, also rationell, erst einmal mit dem Kopf an die Welt, an das, was man kennt, sei es das, was einem gefällt oder sei es das, was einem nicht passt, heranzugehen, um damit ein adäquates praktisches Verhältnis dazu zu bekommen und auch zu wissen, was zu tun sei und was nicht zu tun sei. Nein, so versteht Kant das nicht. Es ist eine Absage an eine solche Weltsicht. Es ist der Auftakt dafür, den Menschen zu spalten. In einerseits ein Vernunftwesen und andererseits ein Bequemlichkeits-, ein irgendetwas wollendes Wesen. Wobei die Bequemlichkeitsseite, die natürliche Seite des Menschen, wie er es auch bezeichnet, immer der Gegensatz und das Hindernis der Vernunft ist. Und umgekehrt die Vernunft sich dagegen ins Benehmen zu setzen habe. Wie gesagt, das ist eine Folge dessen, dass er die Vernunft per se als einfach als Selbstständige eingesetzt bereits zum Garanten für ihren adäquaten Einsatz macht und deshalb immer die andere Seite erfinden muss, dass es an seinen Adressaten, an denen er das, was er gern von ihnen hätte, nicht vorfindet, dass er also an seinen Adressaten auch noch eine gegensätzliche Kraft auffindet. Das ist im nächsten Zitat dann die Fortsetzung. Das ist also ein Bild von Menschen, das er hier hat, wo die Menschen immer seinem Bild nicht entsprechen, dem, was sie machen sollten, nämlich sapere aude, zu denken zu wagen, und deshalb der Mensch in einen ziemlichen Widerspruch aufgespalten wird. Das größte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auflösung die Natur ihn zwingt, ist die Erreichung einer allgemeinen, das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Dieses Problem ist zugleich das schwerste und das, welches von der Menschengattung am spätesten aufgelöst wird. Es kommt zwar um, die Schwierigkeit, welche auch die bloße Idee dieser Aufgabe vor Augen legt, ist diese. Der Mensch ist ein Tier, dass, wenn es unter anderem seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat. Denn er missbraucht gewiss seine Freiheit in Anziehung anderer seinesgleichen. Und, ob er gleich als vernünftiges Geschöpf ein Gesetz wünscht, welches der Freiheit aller Schranken setze, so verleitet ihn doch seine selbstsüchtige tierische Neigung, wo er darf, sich selbst auszunehmen. Der Mensch ist also ein Wesen des Vernunftbegabtes, wie ich schon sagte, das aber sehr gegensätzliche Neigungen dazu hat.
wozu Kant die Leute also in seinem Sapere Aure auffordert, das ist, ihre Vernunft, ihren Verstand richtiggehend gegen ihre andere Seite einzusetzen. Um zu beweisen, dass die Vernunft die eigentliche Seite des Menschen ist und zugleich, dass sie immer nicht an den Leuten festzustellen ist, hat er ihnen also den puren Gegensatz anphilosophiert. Das Resultat ist ein gespaltener Mensch, ein gespaltener Wille, der einerseits immer den anderen eine draufhauen will, andererseits per Vernunft will, dass er das gar nicht tut. Der also einerseits überhaupt nicht die Absicht hat, jemanden anderen, wie es hier heißt, zu missbrauchen, beziehungsweise seine Freiheit zu missbrauchen und gegenüber anderen zu wüten, der das überhaupt nicht will, weil er vernünftig ist und der doch zugleich in demselben Willen, in demselben Kopf, um es mal so zu sagen, oder in derselben Sehne, wie Kant sich vielleicht ausdrücken würde, die genau gegenteiligen Absichten hat. Ein Mensch, der also genau genommen gar nicht weiß, was er will und zugleich zweierlei sehr sich widersprechende Dinge sehr bestimmt will. Nämlich einerseits, wie gesagt, zu wüten, sich alles herauszunehmen, ein materialistisches Wesen ist, auf der anderen Seite ein geistiges Wesen, das gerade diese materialistische Abteilung von sich selbst qua Vernunft verurteilt und sich dem eigenen Vernunftgesetz unterwirft. Jetzt ist die Frage, wenn Kant den Menschen so sieht, dann ist es eine ziemliche Schwierigkeit für dieses Wesen Mensch, mit sich selber zurechtzukommen. Es ist auch eine ziemliche Schwierigkeit zu bestimmen, was denn jetzt die rechte Seite, will ich mal sagen, die richtige Seite von diesem Menschenwesen ist und was die verkehrte Seite ist. Es ist eine ziemliche Schwierigkeit überhaupt, den menschlichen Willen zu bestimmen. Denn der tritt ja hier als etwas absolut Zwieschlächtiges, sich selbst Widersprechendes auf. Seine Absicht aber, wie gesagt, ist, wie er es im ersten Zitat äußert, die Vernunft als die notwendige und bestimmende Seite des menschlichen Willens herzukriegen. Sein Übergang auf die Moralphilosophie ist also nichts anderes als der Versuch, das, was Menschen immer nicht tun, nämlich vernünftig sein, freiwillig Gesetzen gehorchen und so fort, dass das, was Menschen nicht tun, ihre eigentliche Aufgabe wäre. Und zwar nicht, und da ist Kant sehr anspruchsvoll als Denker, und zwar nicht, weil jemand anders das von ihm verlangt, sondern weil das der Natur seines eigenen Willens entsprechen müsse. Er will also beweisen, dass dieses zwieschlächtige Wesen doch der Sache nach auch ein sehr einseitiges Wesen ist. Dass es nämlich bei diesem zwieschlächtigen Wesen nicht nur auf die Vernunft als Programm ankommt, sondern dass das in der Form seines Willens die Vernunft auch als die leitende und gesetzgebende Instanz hat. Deshalb will er beweisen, dass das, was ein Mensch tut und lässt, dass das nie, und zwar aus dem, wie er konstituiert ist, nie bestimmt sein dürfe durch seine Naturtriebe, wie er sie bezeichnet, durch seine Zwecke und Absichten, durch das, was ihn als Wollendes, als Begehrendes, als leibliches Wesen schlechterdings ausmacht, sondern immer durch den Gegensatz dessen bestimmt sein müsse, nämlich durch die Selbstgesetzgebung, durch die Selbstbeschränkung, die der reine Inhalt der Vernunft sein soll. Der Übergang auf den Punkt 2. Wie sieht eine Moralphilosophie, die diesen Widerspruch zur Grundlage und zum eigenen Auftrag der Bewältigung hat, aus? Also Punkt 2, Moralphilosophie. In den Naturanlagen eines organisierten, das ist zweckmäßig zum Leben eingerichteten Wesens, nehmen wir es als Grundsatz an, dass kein Werkzeug zu irgendeinem Zwecke in demselben angetroffen werde, als was auch zu demselben das schicklichste
und ihm am meisten angemessen ist. Wäre nun an einem Wesen, das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhaltung, sein Wohlergehen, mit einem Wort seine Glückseligkeit, der eigentliche Zweck der Natur, so hätte sie ihre Veranstaltung dazu sehr schlecht getroffen, sich die Vernunft des Geschöpfs zur Ausrichterin dieser ihrer Absichten zu ersehen. Denn alle Handlungen, die es in dieser Absicht auszuüben hat, und die ganze Regel seines Verhaltens würden ihm weit genauer durch Instinkt vorgezeichnet und jener Zweck weit sicherer dadurch haben erhalten werden können, das hat er wirklich geschrieben, als es jemals durch Vernunft geschehen kann. Und sollte diese ja oben einem dem begünstigten Geschöpf erteilt worden sein, so würde sie ihm nur dazu haben dienen müssen, um über die glückliche Anlage seiner Natur Betrachtungen anzustellen, sie zu bewundern, sie ihrer zu erfreuen und der wohltätigen Ursache dafür dankbar zu sein. Nicht aber, um sein Begehrungsvermögen jener schwachen und trüglichen Leitung zu unterwerfen und in der Naturabsicht zu pushen. Mit einem Wort, sie würde verhütet haben, dass Vernunft nicht im praktischen Gebrauch ausschlüge und die Vermessenheit hätte, mit ihren schwachen Einsichten ihr selbst den Entwurf der Glückseligkeit und der Mittel dazu zu gelangen, auszudenken. Die Natur würde nicht allein die Wahl der Zwecke, sondern auch der Mittel selbst übernommen und beide mit weiser Vorsorge lediglich dem Instinkte anvertraut haben. Das ist eine Konsequenz aus der Scheidung, die bereits im allerersten Zitat in dem Aufruf zum Sapere Aude drin lag. Auf das selbstständig Denken kommt es an und auf sonst nichts. So hätte der Mensch sich zu verhalten. Da wird das Denken, die Vernunft, nicht mehr zum Mittel für etwas gemacht, um etwas zu erkennen und dann damit praktisch umgehen zu können, ist also etwa zu beherrschen für Zwecke, die außerhalb des Gedankens liegen, sondern da wird das Denken sich selbst zum Zweck. Mit der Konsequenz, die ich vorher schon sagte, nach der theoretischen Seite hin, da wird das Denken sich selbst zwar Maßstab, aber absolut kriterienlos Maßstab. Weil es ja immer es selbst ist, an dem es sich zu messen hat. Und umgekehrt, mit der praktischen Konsequenz, also der moralphilosophischen Konsequenz, denn Moralphilosophie hat Kant immer als praktische Vernunft bezeichnet, mit der moralphilosophischen Konsequenz, dass das Denken niemals Mittel eines außerhalb von ihm selbst liegenden Zwecks sein könne. Dass auch der Wille nicht die Form wäre oder sein könne, worin sich Zwecke äußern und durchsetzen, worin sich also der Mensch auf Gegenstände außer ihm selbst bezieht und sich diese aneignet, verändert oder sonst was mit ihnen macht, sondern dass Vernunft und Wille immer aus sich selbst begründet und sich selbst und sich mit sich selbst zu begnügen hätten. Dazu, um das jetzt in diesem Zitat, das aus dem Anfang von der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten stammt, dazu muss es sich in diesem Zitat doch einige erhebliche Widersprüche leisten. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass er den Menschen als ein zweckmäßig zum Leben eingerichtetes Wesen nimmt. Denn als solches behandelt er es. Behandelt er ihn. Wäre der Mensch das nicht zweckmäßig zum Leben eingerichtet, würde die ganze Kritik, die er an einer zweckmäßigen Willens- und Vernunft- und Verstandesbenutzung übt, ja hinfällig. Dem zweckmäßig eingerichteten Wesen entspricht es allerdings überhaupt nicht, jetzt ausgerechnet absolut zweckfrei sich aus sich selbst heraus zu bestimmen. Denn dieses Wesen hat ja quasi einem Zweck zu dienen. Der Zweck ist bei Kant, das ist dann das Resultat hier, der Zweck des Menschen kann nicht sein, dass er seine Naturanlagen, sein Wohlergehen befördert, sondern der Zweck des Menschen muss sein, dass er die Vernunft für sich selbst gebraucht. Das ist also der Widerspruch. Die Vernunft einerseits als Ausgangspunkt, als sich selbst begründend, als keiner Voraussetzung, ja nicht einmal einer Bedingung bedürftig zu bezeichnen, und auf der anderen Seite das als bezweckt, die Vernunft
also lediglich als pures Resultat eines außerhalb dieses Vernunftwesens existierenden anderen Subjekts zu bezeichnen. Denn zweckmäßig eingerichtet, das setzt ja wohl einen Zweck voraus, einen Zweck außerhalb dem, der eingerichtet ist und der diesem Zweck setzenden Wesen zum Mittel zur Durchsetzung von dessen Zweck dient. Natürlich geht es auf Natur und auf Gott, wobei es bei der Natur sehr absurd ist, sie als zweckmäßig oder zwecksetzend überhaupt zu bezeichnen. Denn das Entscheidende, um das Argument nur kurz auszuführen, was man zu Zwecken braucht, das ist wohl ein Wille und ein Bewusstsein, und das geht bekanntermaßen der Natur ziemlich ab. Beim lieben Gott ist es leichter, den als zwecksetzendes Wesen zu betrachten, denn der ist als nichts anderes bestimmt von vornherein. Der ist die Konsequenz, logisch gesehen, aus dem Widerspruch, den Menschen einerseits zum puren Subjekt machen zu wollen, zu einem Subjekt, das nicht einmal an Gegenständen seiner Zwecke, an Objekten seiner Zwecke überhaupt sich auszurichten habe, und auf der anderen Seite das als für den Menschen notwendig zu betrachten, das also als Konsequenz zu betrachten einer prästabilisierten Ordnung. Man braucht natürlich ein Subjekt, das man einführt, das ist dann der liebe Gott. Das mit dem lieben Gott hast du nicht verstanden. Worauf es Kant hier ankommt, seine Beweisabsicht in diesem Zitat ist, der Mensch hat seine Vernunft und seinen Willen nicht dafür einzusetzen, sein Wohlergehen zu befördern, denn dazu sind sie nicht eingerichtet. Und dieses Einrichten, dazu sind sie, wenn sie dazu eingerichtet wären, hätte sich die Natur, ist ein Argument hier, einen schweren Fehler erlaubt. Denn das Wohlergehen, das könne man auf instinktmäßige Weise wesentlich leichter durchsetzen. Da war mein Argument dagegen. Den Menschen hier als Vernunft- und willenbegabtes Subjekt, dessen Vernunft ganz bei sich selbst zu bleiben habe, zu betrachten und zugleich als zweckmäßig eingerichtetes Wesen, das ist der Widerspruch, den Menschen einerseits als Subjekt zu betrachten und andererseits als Mittel, als Äußerungsform dieser zweckmäßigen Ordnung, die natürlich einen Zwecksetzer voraussetzt. Der firmiert meistens als Herrgott. Das Argument von Kant umgekehrt betrachtet, vom Wohlergehen aus, von der Glückseligkeit, seine Haltung, sein Wohlergehen, seine Glückseligkeit, dafür bräuchte es keine Vernunft, keinen Verstand und keinen Willen. Da wäre der Instinkt, also das pure Getriebensein, die wesentlich bessere Verlaufs- und Durchführungsform. Auch das ist ein verkehrtes Argument. Wohlergehen ist eine Vorstellung oder ein Name für etwas, wo immer schon mitgedacht ist, jemand hat ein geistiges Verhältnis zu seiner Konstitution, zu seinem Ergehen. Das Wohl des Ergehens, das Tier ergeht, das Tier hat kein Wohlergehen. Das Wohl dieses Ergehens, das ist ein Urteil über das, wie das Ergehen ist. Es ist ein Urteil darüber, wie es mir geht. Und das unterstellt einen Geist. Das unterstellt Vernunft, Verstand und Willen. Das unterstellt Selbstreflexion, wie man es in der Philosophie bezeichnet. Das unterstellt also das Gegenteil dessen, als wofür es Kant hier anführen will, nämlich Glückseligkeit, Wohlergehen, als das Pur, als das, wofür Vernunft und Verstand eigentlich hinderlich sind und wofür Instinkt, also pure Verstandeslosigkeit, das beste Mittel wäre. Ich wollte also sagen, ein instinktgetriebenes Wesen kommt nicht zu einem Wohlergehen. Denn Wohlergehen unterstellt längst ein Bewusstsein, und Bewusstsein, das weiß auch Kant. Das ist ein ziemlicher Gegensatz zu Instinkt. Bewusstsein heißt Freiheit gegenüber eigenen Antrieben,
Bedürfnis nur sofort, Instinkt halt gerade dadurch getrieben sein. Also, die Absicht, die Beweisabsicht von Kant hier, zu beweisen, dass die Vernunft nicht tauglich ist für die Beförderung von Zwecken, dafür wäre was anderes viel besser. Da ist das ganze Argument dafür ziemlich verkehrt, dass dafür was anderes, nämlich ein instinktmäßiges Wesen, wesentlich tauglicher wäre. Wozu soll also jetzt die Vernunft da sein? Was ist also die Kant vernünftig vorkommende und zweckmäßige Bestimmung des Willens? Wozu soll also der Wille da sein? Wenn Vernunft und Wille nicht dazu da sind, irgendwelche Zwecke zu befördern, dann ist die andere Seite davon, dass sie dazu da sein sollen oder eigentlich dazu da sein, selbst Zwecksetzer zu sein. Selbst also ein Gesetz zu geben. Und nun ist die Absurdität daran, wenn der Wille die Freiheit des Menschen, auf die er sich hier so beruft, die Freiheit gerade von der Natur, wenn diese Freiheit des Menschen einem Gesetz unterworfen ist, ist es mit der Freiheit nicht mehr ziemlich weit her. Dann hat sie nämlich das Gesetz zu befolgen. Umgekehrt, wenn sie es selbst ist, die Vernunft oder der Wille, was hier immer nur die beiden, die theoretische und die praktische Seite dieser Moralphilosophie sind, wenn Vernunft oder Wille andererseits sich selbst als Gesetzgeber tauglich sind, dann ist es ein Widerspruch dazu, dass sie selbst auf der anderen Seite dieses Gesetz vollziehen. Das heißt also, ein autonomer Wille oder ein sich selbst das Gesetz gebender Wille negiert sich quasi selbst. Einerseits negiert er die Selbstzwecksetzung, seine Auto selbst durch die Nomie, dass er eben das Gesetz nachvollzieht. Andererseits negiert er durch das Nachvollziehen ja gerade wieder seine Freiheit, nämlich des Zweckgesetzes. Das ist ein Gegensatz, schlichtweg, ob man Zweckgesetz, ob man Gesetze macht oder ob man sich ihnen unterwirft. Ich mache mir ein Zitat, vielleicht wird es ganz klar. Das ist eigentlich jeder Übergang auf das nächste Zitat. Das heißt, ich wollte nur erklären, warum man auf Pflicht. Also eine Handlung soll nicht darin bestehen, hat er oben gesagt, zur Glückseligkeit zu dienen, sondern nun soll eine Handlung aus Pflicht den Einfluss der Neigung und mit ihr jeden Gegenstand des Willens ganz absondern. Also bleibt nichts für den Willen übrig, was ihn bestimmen könne als objektiv das Gesetz und subjektiv reine Achtung für dieses praktische Gesetz, mithin die Maxime, einem solchen Gesetze, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen, Folge zu leisten. Dann nehmen wir das nächste noch dazu. Was kann denn wohl die Freiheit des Willens sonst sein als Autonomie? Das ist die Eigenschaft des Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein. Der Satz aber, der Wille ist in allen Handlungen sich selbst ein Gesetz, bezeichnet nur das Prinzip, nach keiner anderen Maxime zu handeln, als die sich selbst auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstande haben kann. Dies ist aber gerade die Formel des kategorischen Imperativs und das Prinzip der Sittlichkeit. Also ist ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei. Ein Wille, der sich selbst ein Gesetz ist. Autonomie, Selbstbestimmung auf Deutsch, sich selbst das Gesetz geben, ist ein widersprüchlicher Gedanke und nicht etwa etwas, was man hochzuhalten hätte, ist erstmal meine Gegenbehauptung gegen Kant. Und das Argument dafür war, bei Autonomie ist ein und derselbe Wille
verdoppelt ihn. Einerseits den, der frei zweckgesetzt, also bestimmt, was geschehen soll, und gleichzeitig in den Willen, der Gesetze befolgt. Es ist also ein Widerspruch, dass auf der einen Seite ein freier Wille Gesetze befolgt und auf der anderen Seite ein Gesetze befolgender, Maximen nachvollziehender, sich Maximen unterwerfender Wille Zweck und Maximen bestimmend sei. Man kann es entweder nehmen als pure Tautologie. Man tut halt, was man will. Ja klar, man will, was man will. Aber gerade als solches wäre es eine unsinnige Aussage. Aber gerade als solches will es Kant nicht verstanden haben. Er will ja, ihm kommt es ja gerade darauf an, dass der Wille nicht irgendwelche Zwecke befördert, dass der Wille nicht irgendwelche Zwecke sich zum Inhalt setzt. Er sagt ja oben, er will jeden Gegenstand des Willens absondern, sondern ihm kommt es darauf an, dass ein sich unterwerfender Wille, als frei, als sich selbstbestimmend genommen wird. Anders gesagt, immer noch vom Ausgangspunkt her die Vernunft als Programm. Wenn es ihm so wichtig war, dass der Mensch selbstständig denkt, dass der Mensch sich selbstständig seine Inhalte quasi aufträgt, ohne und richtig gehend im Gegensatz zu allen äußeren Einflüssen ebenso wie allen Bedürfnissen, Absichten, die er auch als äußere Einflüsse bezeichnet, wenn es ihm also so darauf ankommt, dann kommt es ihm auf der einen Seite darauf an, dass der Wille gerade nicht tut, was er will, also eigentlich kein Wille ist, sondern sich dem Gesetz, das ihm zu eigen ist, unterwirft. Und auf der anderen Seite, also richtig als Gegensatz dazu, kommt es ihm darauf an, weil das die Vernunft, die Freiheit des Menschen ist, dass niemand anderer als er selbst sich ein Gesetz aufträgt. Wie gesagt, von der einen Seite her, ich will, was ich will, ist es absurd, das, was ich will, als meine für mich geltende Vorschrift zu betrachten. Also meinen Willen aufzuspalten in einen Willen, der es will, und in einen Willen, der es nachvollziehen will. Vielleicht will es ein dritter Wille nochmal nachvollziehen. Also das ist absurd, den einen Willen da aufzudoppeln in zwei mit demselben Inhalt. Aber so hat Kant gerade, der Sache nach hat er so bestimmt, als einen Willen, der sich selbst seinen Inhalt gibt und damit ein Gesetz gibt. Aber die Absicht dabei war eben, und worauf es Kant ankam, ist als notwendig aus der Willensbestimmung selbst und aus der Vernunft selbst hervorgehen zu lassen, dass ein Wille sich gefälligst Maximen zu beugen habe. Umgekehrt aber, diese Maximen zu betrachten, das ist ja das Gegenteil vom Gesetz, das ist ja ziemlich zufällig. Andererseits gibt die Bestimmung des Willens, wie sie Kant hier macht, überhaupt keine Konsequenz dafür her erstmal, was denn nun dieser Wille zu tun habe. Deshalb bestimmt er den Willen als aus sich heraus selbst eben pflichtmäßig angelegt. Nun soll eine Handlung aus Pflicht. Darauf kommt es ihm an. Wille, das ist für ihn immer gleichzeitig Pflicht. Und der kategorische Imperativ, den er daraus ableitet, handle nach keiner anderen Maxime, als die du dir selbst auch als ein allgemeines Gesetz zum Gegenstand nehmen kannst. Da ist der Widerspruch vom Zweck her deutlicher drin. Von dem Zweck, den ich vorher schon benannt habe. Es kommt ihm darauf an, gerade, dass der Mensch nicht tut, was er will, sondern dass er seinen Willen sehr an Maximen anschließt, an Richtlinien. Aber diese Richtlinien, das sollen nie welche von außen sein, sonst wäre es ja Unterwerfung. Aber wenn er sich selbst unterwirft, dann ist es keine Unterwerfung. Das heißt also, wenn er freiwillig das mitvollzieht, das an sich vollzieht, wo er sich unterwerfen soll, dann ist das nicht Unterwerfung. Wenn man es konkret, also an bestimmten Willensinhalten macht,
dann kommt immer entweder die eine oder die andere Seite raus. Entweder ist das der Zweck eines Individuums, dann macht er das, oder es ist der Zweck eines anderen Individuums, das ihn dazu zwingt und er kommt ihm eben willensmäßig freiwillig nach. Deshalb ist verkehrt. Umgekehrt, in der Bestimmung, wie Kant den kategorischen Imperativ abhandelt, hat er jetzt beide Seiten drin. Einerseits hat jeder individuelle Wille, sich einer Allgemeinheit zu unterwerfen, einer allgemeinen Maxime nachzufolgen. Auf der anderen Seite soll das gleichzeitig immer der individuelle Wille des Einzelnen sein. Auch von daher nochmal den Widerspruch. Wenn es eh der individuelle Wille jedes Einzelnen wäre, dann braucht es keine allgemeine Maxime. Dann braucht es kein allgemeines Gesetz. Dann tun sie es eh. Das ist eine unnötige Verdopplung. Umgekehrt, wenn das allgemeine Gesetz aber im Gegensatz zum individuellen und einzelnen Willen ist, dann lässt sich schlechterdings auch nicht behaupten, dass die Unterwerfung des individuellen Willens unter dem allgemeinen je schon die Bestimmtheit des individuellen Willens gewesen wäre. Also diese Verdopplung zunächst in den Willen, der sich selbst das Gesetz gibt, und dann auch noch im kategorischen Imperativ als allgemeines, ist schlichtweg die Umdrehung dessen, wie Moral, wie Unterwerfung unter Gesetze und der Maximen praktisch geht. Gerade weil der Mensch einen Willen hat, und ich will es nur ganz kurz ausführen, gerade weil der Mensch einen Willen hat, kann er sich einem Zwang unterwerfen. Ein Tier kann sich keinem Zwang unterwerfen. Ein Tier muss man einsperren oder notfalls dressieren. Die paar mechanischen geistigen Fähigkeiten, die ein Tier beherrscht, die kann man benutzen. Aber ansonsten muss man ein Tier einsperren oder erschießen oder erschlagen oder sonst was, wenn man was will mit ihm. Wenn man es an was hindern will, schauen wir mal so rum. Bei Menschen braucht man es nicht. Bei Menschen macht man eine Alternative auf. Da sagt man zum Beispiel, Geld her oder ich schieße. Er hat die Freiheit, sich erschießen zu lassen, das Geld also nicht herzugeben, er hat aber auch die Freiheit, das Geld herzugeben. Er gibt in der Regel das Geld her. Und da merkt man an dem Beispiel, es ist überhaupt kein Gegensatz von Zwang und Freiwilligkeit. Denn es ist eine eigene Leistung, in die Tasche zu greifen, das Geld rauszuholen, das hinzugeben. Das ist sogar eine ganz harte Leistung, das tut man ungern. Also ist eine besondere Willensanstrengung nötig. Und genau auf diese Willensanstrengung zielt die Drohung mit dem Revolver. So, freiwillige Unterwerfung geht also. Aber es ist eine Lüge, wie Kant es behauptet, oder was Kant daraus macht, aus der Unterwerfung unter einen fremden Willen, dass gesetzmäßige oder Nachvollzug von vorgegebenen Gesetzen immer die Gesetze des eigenen Willens sein könnten, sollten oder müssten. Also wären. Das ist der richtige Wert. Dass also der Nachvollzug von Maximen, die getrennt vom individuellen Willen existieren, nichts anderes als die Maxime des individuellen Willens wären. Klar, Herrschaft ist damit bei Kant einerseits ein Willensverhältnis, einer schafft an, der andere muss es nachmachen, aber auf der anderen Seite stellt er sich die Frage oder versucht er abzuleiten, dass eine Herrschaft, auch wenn sie gegen den individuellen Willen verstößt, den individuellen Willen also zwingt, immer oder in bestimmter Form jedenfalls, ein Ausfluss, ein Resultat des Gesetzes dieses individuellen Willens sei. Dazu hat er die Willen getrennt, als das, der will ein Bier trinken, der will sonst was und der will sich selbst bestimmen. Denn Bier trinken, das ist jetzt der gerade Gegensatz, der schiere Gegensatz zu sich selbst bestimmen. Sobald ich ein Bier trinke, so ist die Auffassung Kants dazu, bin ich fremdbestimmt, bin ich heteronom. Denn um das Bier zu kriegen, brauche ich überhaupt erst ein Bier. Mein Wille ist also durch den Gegenstand dessen, worauf er sich bezieht, bestimmt, fremdbestimmt und nicht durch sich selbst. Also
richtig gehend das Verhältnis von Freiheit und Zwang auf den Kopf gestellt. Kaum sucht sich jemand einen Gegenstand seines Bedürfnisses aus, sagt Kant, dann ist er von dem Gegenstand dieses Bedürfnisses abhängig und somit fremdbestimmt. Kaum unterwirft sich jemand einer Maxime, sieht Kant sofort die Möglichkeit zumindest darin, das könnte ja schließlich seine eigene sein. Also richtig gehend, wo Zwang und Unterwerfung des Willens stattfindet, wird nachgefragt und nachgesucht, ob das denn nicht eigentlich dem Willen entspräche, wo Freiheit stattfindet, wo jemand tut, was er will, da ist er ganz garantiert fremdbestimmt. Mache ich mal eine Pause zum Rauchen. Sagt, er versteht nicht, wie bei Kant, oder wieso ich drauf komme, dass bei Kant Bedürfnisbefriedigung Heteronomie wäre. Er hätte das so verstanden, nur dann wäre es Heteronomie, also Fremdbestimmung, wenn eine Maxime von außen käme. Der Wille ist so bestimmt. Er ist einer, der sich selbst ein Gesetz geben muss. Sonst ist er nicht frei. Weil frei ist nur, wer bestimmt, was los ist, wer bestimmt, worum es geht, und zugleich das als notwendig setzt. Also als unumschränkt zu befolgen. Man merkt mir da klar einen Unterschied erstmal zur Bedürfnisbefriedigung. Bei der Bedürfnisbefriedigung, das hat ja ziemlich wenig mit Notwendigkeit zu tun. Es ist zufällig mein Bedürfnis auf dieses oder jenes gerichtet. Da ist der Wille, ja so wie ihn Kant bestimmt, gerade nicht einer Maxime unterworfen, der ja stets zu folgen hätte, sondern richtet sich auf dieses oder jenes. Weil er also einen Willen, der sich selbst bestimmt, wo nur überhaupt der formelle Akt des sich eine Bestimmung Gebens den ganzen Inhalt der Maxime ausmacht, ist erst einmal ein inhaltlich bestimmter Wille, einer, der sich um etwas kümmert, der etwas will, und der nicht sich ein Gesetz geben will. Also dieses Konstrukt eines Willens, der sich selbst ein Gesetz gibt, ist, und das weiß Kant selbst, das Konstrukt eines inhaltslosen Willens, gedoppelt in sich als Gesetzgeber und gedoppelt in sich als Untertan dieses Gesetzgebers, auf der anderen Seite. Das heißt, alles, was man tut, um irgendetwas zu erlangen, ist Fremdbestimmung. Nur, was man tut, um des Gesetzes willen, also was den Zweck, das Mittel identisch mit dem Zweck ist, nämlich sich ein Gesetz geben, ist das Mittel der Freiheit und des freien Willens, ebenso wie der Zweck des freien Willens. Und jeder andere Zweck eines Willens, jeder inhaltlich bestimmte Zweck eines Willens, ist zunächst einmal eine Versündigung dagegen. Deshalb sagt Kant, ich habe es nicht zitiert, aber Pflicht, der Wille zum Gesetz als eines sich selbst gegeben habenden,
Dieser Wille zum Gesetz ist das Einzige, was einen guten oder moralischen Willen eben ausmacht und was dem Willen notwendig entspricht. Wenn das soweit klar ist, ich muss das nochmal sagen, wenn es nicht. Also der Punkt ist, dass der, also man darf sich nicht so sich vorstellen, dass der Kant moralisiert und sagt, der Wille darf sich keine bestimmten Zwecke setzen, sondern er sagt, das, den Willen, und das ist der Ausgangspunkt von der Grundlegung der Metaphysik, den Willen, der ein reiner, ein vernünftiger Wille ist, ist erstmal unterschieden von dem, was man sich normalerweise als Wille denkt. Nämlich ein Will, der ein Objekt hat, der sich auf Gegenstände richtet, etc. Das ist nicht das, was ich mit vernünftigen Willen meine. Damit ist erstmal keine moralische Abkanzlung vom Ausgangspunkt her gedacht, die kommt dann schon rein. Erstmal keine moralische Abkanzlung in der Form gedacht, man darf sich keine Zwecke setzen. Sondern das, was Vernunft ist, ist ein Wille, der sich durch sich selbst bestimmt. Der gerade keinen Gegenstand hat. Da ist der heimliche Gedanke drin. Was das zweite Argument ist, das ist ein Wille, der einen Gegenstand hat, ist ein determinierter Wille, ist nicht mehr nur von sich abhängig. Und das nur von sich abhängig sein, ist der vernünftige Wille. Und das ist natürlich eine ganz formelle Sache, formell in der Weise, dass der Wille pur mit seiner Form Wille zu sein, übereinstimmt, gleichgesetzt Mäßigkeit. Also hier werden wir das nicht damit verwechseln, der Kant denkt an bestimmte Gesetze. Sondern für ihn ist es eigentlich, kann man sagen, noch bedingungsloser, sich ein bestimmtes Gesetz vorzustellen, wäre schon ein Widerspruch, dass der vernünftige Wille überhaupt eine Pflicht sein will, und zwar keine bestimmte Pflicht, sondern er pflicht als eine DNA in selber Gesetz und deswegen auch freiwillig, weil autonom gesetzt gehorcht. Und der Idealismus und Schwindel ist natürlich das, dass ich gerade dadurch so eine Wille in Freiwilligkeit ist ja eh schon Schwachsinn. Also, dass er halt sollen und wollen quasi damit identisch sind. Gerade weil es ein selbstgesetztes Sache ist. Es ist nochmal zu dem reinen oder guten Willen. Warum er drauf kommt, auch nochmal sein Ausgangspunkt: selbstständig sein, vernünftig sein, den reinen Willen wollen. Ist das Problem, und das sieht er als Problem, was in dem Zitat etwas weiter oben war, das größte Problem für die Menschengattung ist die Erreichung einer allgemeinen, das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft. Es ist also das Problem, wie können qua Vernunft, qua Selbstbestimmung, nicht qua unmittelbaren Zwang wie im Feudalismus, tausenderlei und Millionen Menschen sich auf eine Ordnung vereinheitlichen, die einerseits für alle eine Ordnung ist, wonach sie sich zu richten hätten, und andererseits gegen kein bestimmtes Individuum als willensmäßiges und vernünftiges verstößt. Wenn er jetzt den Willen so bestimmt, als der Wille will die Vernunft, der Wille will das Gesetz, das er sich selbst setzt, der Wille will also das Gleiche, was er soll, dann hat er damit eine formelle Form von Vereinheitlichung gefunden. Aber man könnte jetzt sagen, idealistisch, um den Preis, dass dann jede Bestimmtheit des Willens herausfällt, dass dann jede Bestimmtheit des Willens, also dieses und jenes zu wollen, erst einmal nicht, also bestimmte Zwecke zu haben, nicht der Punkt ist, über den die Vereinheitlichung und die gemeinschaftliche Organisierung geht. Das ist Kant aufgefallen. Ihm ist nichts anderes eingefallen als, alle sind vernünftig, alle haben einen Willen, und wenn sie so vernünftig sind, dass sie sich einen prinzipiellen Also wenn sie alle vernünftig sind, dann geht's. Wie geht's, dass alle vernünftig sind? Ja, nur so, dass jeder seinen Willen so macht, dass er dem des anderen nicht widerspricht. Jetzt hat er aber, also dass die Willen sich vereinheitlichen, dass keine Gegensätze unter diesen Leuten rauskommen.
dass sie sich also alle einem gemeinschaftlichen Recht unterwerfen und dass das eine Unterwerfung der Individuen ist. Das war ihm überhaupt kein Problem und das war ihm auch überhaupt kein Geheimnis. Man könnte fast sagen, zu diesem Zweck hat er die Willen der Individuen ja geschieden in den autonomen Willen als sich rein selbstbestimmend, rein bei sich selbst bleiben auf der einen Seite und irgendetwas zu wollen auf der anderen Seite. Ihm war das ein Problem, wenn der eine das will, der andere jenes, da gibt es nie eine Vereinheitlichung. Das sind ihm die Gegensätze, die die bestimmten Willen der Leute gehabt haben, zu seiner Zeit wie heutzutage. Die sind ihm selbstverständlich gewesen. Und da hat er gedacht, dass die Gegensätze haben. Das ist nicht, das kann nicht die Bestimmung deren Willen sein. Denn der Wille ist von der Vernunft bestimmt. Und die Vernunft lässt keinen Gegensatz zu. Dann muss das, was die Gegensätze ausmacht, das jeweils partikulare Bedürfnis des Individuums sein. Und dann kann dieses partikulare Bedürfnis nicht, dann muss das der Gegensatz zur Vernunft sein. Dann ist dieses partikulare Bedürfnis erst einmal aus dem Willen, der die Vereinheitlichung herkriegt, auszuscheiden, ja richtig als Gegensatz dazu zu betrachten. Jetzt, vom Fortgang her, ist es natürlich absurd. Handle nach einer Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz ist. Handle also nach deiner eigenen Maxime, als solcher, als allgemeinem Gesetz. Da kann alles und jedes draus folgen. Man muss nur der Meinung sein, dass jeder einen anderen totschlagen können soll, wenn er ihn erwischt. Schon wäre das eine allgemeine Maxime, über die sich alle einig wären. Würden es halt aufeinander losschlagen. Sogar das, was man gemeinhin als pure Anarchie bezeichnet, oder Wild West oder irgend sowas, sogar das wäre diesem formellen Prinzip, kann es durchaus entsprechen. Sehe ich überhaupt keinen Gegensatz. Vom Fortgang her hat Kant also quasi das Problem, einen bestimmten einheitlichen Willen, einen also Staat und Recht, oder der in Staat und Recht personifiziert und niedergelegt ist, einen bestimmten einheitlichen Willen aus diesem abstrakten einheitlichen Willen, der ja nur sich selber will, herzuleiten. Er hat sogar noch das Problem, ich sage jetzt Problem in Anführungszeichen, weil er löst es auf seine Art und Weise, es ist für ihn kein Problem. Aber wenn man mal von der bisherigen Logik, wenn man da einverstanden ist bisher, von dem Standpunkt aus ist es ein Problem, wie gesagt, nicht von ihm aus. Es ist ihm natürlich völlig klar, dass die Menschen alle nicht nur Willensträger sind, sondern auch, wie er sie bezeichnet, Naturwesen, dieses und jenes wollen, Geld verdienen wollen, was zum Fressen haben wollen und sonst was ihnen halt sonst noch so in den Sinn kommt, dass sie bestimmte gesellschaftliche Zwecke haben, wie das Eigentum zu vermehren, Politiker zu werden oder was immer auch, wie gesagt. Und er will ja gerade seinen kategorischen Imperativ als Vorschlag dafür bringen, wie solch gegensätzliche Zwecke, die ihm als gegensätzlich bekannt sind, zusammenpassen können. Wie die praktischen Verlaufsformen der Moral, wie Heuchelei, wie Belügen, wie Brutalitäten und solche Dinge, wie das quasi ausgeschaltet werden soll aus einem Programm, in dem alle sich vernünftig vereinigen. Dass das aber zugleich weiter passiert, das war ihm genauso klar. Und deshalb hat er den Übergang gemacht. Dein eigentlicher Wille ist der, der das Gesetz will. Willst du nicht das Gesetz, so ist das nicht dein eigentlicher Wille und du hast gefälligst von deinem eigentlichen Willen davon abgebracht zu werden. Mit anderen Worten, das, was deine Willensbestimmung ist, das ist Recht zu wollen, und was du je willst, das ist von da aus scheißegal, dagegen wird dann vorgegangen. Da hat er sogar unterschieden
zwischen Moralität und Legalität. Es war ihm klar. Er hat sogar gesagt, es gibt kein objektives Kriterium festzustellen, ob jemand Gesetzen folgt, weil es ihm um die Gesetze geht oder weil er Angst vor Strafe hat. Also, weil es ihm um die Gesetze geht, wäre die Moralität, weil er Angst vor Strafe hat beispielsweise, wäre die Legalität. Er hat gesagt, das kann man objektiv nicht feststellen, ist auch scheißegal, bei der Moral kommt sowieso nur auf die Gesinnung an. Aber umgekehrt darf man sich nicht auf die Gesinnung verlassen, denn ich weiß ja, dass auch der Mensch auch ein naturgetriebenes Wesen ist und ihm allein den Sinn kommt. Und deshalb hat dieser abstrakte Wille, dieses abstrakte Gesetz, als Maßstab zu gelten für die je besonderen Willen. Und tritt sogar als Maßstab ganz praktisch, also als Recht, das mit Gewalt vollstreckt wird, gegenüber den je besonderen Willen auf. Dazu das Zitat auf der Rückseite, das erste. Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, worum geht es dem Mann überhaupt dabei? Er weiß, die sind alle willkürlich, diese Leute. Jeder will was anderes, viele wollen Gegensätzliches. Und trotzdem haben sie doch dieselbe Vernunft. Und jetzt hat er eben dafür, damit das passt quasi, hat er die Willkür so bestimmt, dass sie ihren einzigen Inhalt in sich hat und damit kein bestimmter störender Inhalt mehr reinkommt. Umgekehrt ist jetzt das Recht mit der Befugnis zu zwingen verbunden. Der Widerstand, der dem Hindernis einer Wirkung entgegengesetzt wird, ist eine Beförderung dieser Wirkung und stimmt mit ihr zusammen. Nun ist alles, was Unrecht ist, ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen. Der Zwang aber ist ein Hindernis oder Widerstand, der der Freiheit geschieht. Folglich, wenn ein gewisser Gebrauch der Freiheit selbst ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen, das ist Unrecht ist, so ist der Zwang, der diesem entgegengesetzt wird, als Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmen, das ist Recht. Zusammenstimmen, heißt es. Ah ja. Zusammenstimmen. So ist, ich lese nochmal vor, weil da das D fehlt, der Zwang, der diesem entgegengesetzt wird, als Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmen. Das ist Recht. Zwang ist also Recht. Zwang gehört sich. Jetzt, vom ganzen Ausgangspunkt her, Kant stellt sich also eine harmonische Ordnung vor. Er sagt, die Harmonie, das Zusammen, das sich vereinheitlichen, das einen gemeinsamen Willen haben, das wäre sogar die Willensbestimmung jedes Einzelnen, weil dessen Willensbestimmung wiederum sei, ein Wille habe sich einem allgemeinen Gesetz zu fügen und das zugleich zu wollen. So. Auf der anderen Seite glaubt er gar nicht, dass der Zwang ein Betriebsunfall ist, sondern dass schlicht und einfach die Naturseite des Menschen, die Bedürfnis, die Zweckseite des Menschen nie und nimmer da reinpasst in diesen Zwang, die Einheit der Willen, zwar Vernunftbestimmung des Menschen sei, der Mensch aber durchaus nicht so beschaffen sei, dass er nur vernünftig sei, weshalb Zwang, Gewalt zur Durchsetzung des allgemeinen Willens für ihn überhaupt kein Problem war, selbstverständlich war. Die Lüge daran ist nur, dass, und dazu hat es eine ganze Aufbereitung des Willens gedient, die Lüge daran ist nur, dass der Zwang gegen den je individuellen Willen, gegen das oder jenes, was ein Mensch will, eigentlich im Namen von genau dessen Willen passiert, der da gezwungen wird. Das ist die ganze Harmonisierung von dem Verhältnis von Recht und Individuum, wo das Individuum sich dem Recht zu unterwerfen hat, und allein das ist schon Zwang, auch das weiß Kant. Wenn es nicht tut, dann kommt das Recht noch in Form eines Knüppels oder von schwedischen Gardinen daher. Deshalb hat er einerseits gewusst, dass Staat immer Zwang heißt nach innen. Staat, der das Recht durchsetzt. Auf der anderen Seite bezeichnet er das
als harmonisches Miteinander. Das nächste Zitat. Dieser Zustand der Einzelnen im Volke, im Verhältnis untereinander heißt der Bürgerliche, also wenn sie, wie es oben heißt, einer mit der Willkür eines anderen übereinstimmt, und das Ganze derselben in Beziehung auf seine eigenen Glieder der Staat, also das Ganze dieses Verhältnis, das heißt Staat, welcher seiner Form wegen als verbunden durch das gemeinsame Interesse aller im rechtlichen Zustande zu sein, das gemeine Wesen genannt wird, im Verhältnis aber auf andere Völker eine Macht schlechthin heißt. Ist seltsam. Nach innen betrachtet er den Staat überhaupt nicht als Macht. Er weiß, Staat hat mit Gewalt sehr viel zu tun. Staat braucht Gewalt, um die allgemeinen Gesetze durchzusetzen. Weiß sie, sogar das hat er gewusst. Denn je individuellen Bedürfnissen der Leute widersprechen, zugleich aber eine Vollstreckung des allgemeinen Gesetzes im Namen aller an allen. Jetzt kann man, wenn man mal von hinten her das durchdenkt, sehen, wozu diese absurde Willensbestimmung, ein Wille gibt sich selbst ein Gesetz, tauglich ist. Diese komische, was ich vorher gesagt habe, Verdopplung des Willens in sich als Gesetzgeber und in sich als Nachvollzieher dieses Gesetzes. Es ist schon dazu tauglich, und bei Kant war das noch keine Apologie eines existierenden Staates, wie er sich den vorgestellt hat. Er hat sich einen freien bürgerlichen Staat, wie es ihn heute gibt, so etwas abstrakt vorgestellt. Aber wie das immerhin tauglich ist und nützlich ist für ein Herrschaftsprogramm und zugleich diese Herrschaft als im Namen eines jeden, der von dieser Herrschaft betroffen ist und der dieser Herrschaft unterworfen ist, vollzogenen Herrschaft. Macht, trotz aller Gewalt, wie gesagt, kommt ihm der Staat nach innen hin nicht als Macht vor. Ja, gerade weil er nach innen hin ein Recht hat. Weil er nach innen hin das Recht, die allgemeine Willkür darzustellen, ausmacht. Es ist natürlich absurd, den Staat ausgerechnet nach außen hin als Macht zu bezeichnen. Nach außen hin, wo er gerade noch keine Macht hat. Es ist nicht einmal verständlich von Kants Argumentation her, wieso so ein Staat nicht nur eine Macht nach außen hin ist, sondern überhaupt ein Interesse nach außen hat. Es geht doch nur darum, im Staat die Menschen, seine Ideologie bezüglich über den Staat, im Staat die Menschen, die Leute, die Individuen nach einem vernünftigen Prinzip oder den Individuen nach einem vernünftigen Prinzip eine Ordnung zu geben. Wie gesagt, also unverständlich, was da ein Staat überhaupt mit dem anderen für Händel anfangen sollte, geschweige denn Gewalt ausüben, also Macht sein. Da merkt man, dass natürlich die ganze Sorte von Ableitung, also die Vernunft, der Wille, der kategorische Imperativ, dann das Recht der Staat, wo immer das eine aus dem anderen folgen soll, logisch, in Wirklichkeit sich genau umgekehrt verhält. Dass also überhaupt nicht aus dem kategorischen Imperativ abzuleiten ist, beispielsweise das Verhältnis von Staaten zueinander, sondern umgekehrt auch nicht einmal abzuleiten ist, wie ein Staat sich nach innen seine Herrschaftsform bestimmt und sein Verhältnis zu den Untertanen. Sondern umgekehrt die Ableitung bei Kant nur so funktioniert, dass er immer das, was er kennt aus der Wirklichkeit, zum Beispiel Gegensätze von Staaten untereinander, die Gegensätze der Individuen untereinander in der Gesellschaft, die Gegensätze des Staates zu den Individuen und ihren je besonderen Willen, dass er das, was er kennt, schlicht und einfach in die Form der Ableitung hineinpackt und das, was er kennt, oder das, wie er sich dann vorstellt, wie das gehen sollte, als aus der Vernunft, aus dem Willen und aus dem Verhältnis der individuellen Willen zueinander abzuleiten, die Prätention hat. Also das pure Vorhaben der Ableitung und nicht etwa ein Einlösen dieses Vorhabens, kann man da feststellen. Das Zitat geht fort.
der Grundsatz sei, man müsse aus dem Naturzustande, in welchem jeder seinem eigenen Kopfe folgt, herausgehen und sich mit allen anderen dahin vereinigen, sich einem öffentlich-gesetzlichen äußeren Zwange zu unterwerfen. Naturzustand ist also das Negative. Jeder hat seinen je besonderen Willen. Der allgemeine, der öffentlich-gesetzliche äußere Zwang, das ist der Zustand, den es herzustellen gilt, wo eben der allgemeine Wille als Gegensatz gegen den individuellen Willen exekutiert wird. Und etwas absurd fast, am Anfang war noch das Sapere Aude, denke selbstständig. Und jetzt merkt man, wenn das Selbstständigdenken einen bestimmten Inhalt hat, also zu einem bestimmten Willen führt, dann geißelt er das auch. Dann nennt er das seinem eigenen Kopfe folgen und es sei ein Naturzustand. Worauf es ihm also ankam, ich will den Punkt mit dem Stahl jetzt abkürzen, ich habe ja noch habe ich noch vorbereitet und Eigentum, aber das kann man ja mal lassen. Worauf es ihm also ankam in seiner Moralphilosophie war, einen Staat als vernünftig herzuleiten, der jedes Individuum erst einmal gleichermaßen als Untertanen dieses Staates betrachtet und diese Untertanenschaft auch noch im Namen dieses Individuums geschehen auszugeben. Einen Staat also, der seine Gesetze, sein Recht, sein allgemeines Recht, im Gegensatz zu den Rechten, die es die Fürsten hatten, also die feudale Herrschaft, die den einen so, den anderen so behandelten, ein allgemeines Recht also, dass er glaubte, dass der Vernunft entsprechen würde und wobei er also, wie gesagt, überhaupt nicht gestört hat, dass dabei der Gegensatz zu den einzelnen Willen immer wieder aufkommt. Er hat also einerseits eine ziemliche Wahrheit über einen modernen bürgerlichen Staat gesagt, nämlich, dass es die Gegensätze zwischen Staat und Staatsbürgern gibt, aber er hat sie gerade nicht als Gegensätze zwischen Staat und Staatsbürgern bezeichnet, sondern am Staatsbürger die Trennung eines einerseits vernünftig Wollenden, also den Staat Wollenden, und eines andererseits unvernünftig Wollenden, also seine Bedürfnisse, Zwecke und so fort haben sind. Umgekehrt haben sich also, und das ist jetzt wieder die Versöhnung mit den Zwecken, die die Leute haben, haben sich also die einzelnen Bedürfnisse und Zwecke, die die Leute haben, an dem allgemeinen Maßstab, der im Staat figuriert ist, personifiziert ist, zu bestimmen, zu relativieren, auszurichten. Und da jetzt nur kurz auf Eigentum, da ist ihm seltsam eingefallen, dass zum Beispiel Eigentum, wo man ja weiß, dass mit Eigentum einer ziemlich eigene Zwecke verfolgen kann, sich bereichern und so fort, was ihm überhaupt nicht als moralisch galt, dass Eigentum eine notwendige logische Konsequenz aus dem kategorischen Imperativ wäre und auch aus dem allgemeinen Recht. Umgekehrt aber zum Beispiel der Aufstand ein purer Gegensatz gegen den kategorischen Imperativ darstellt. Deshalb haben wir das Eigentum für notwendig bezeichnet und den Hochverräter, das kann man dann ja zu Hause nachlesen, als zu eliminierenden gewürdigt. Weil der, also wenn das Volk mal wirklich auf seinen eigenen Willen setzt, so ist das Hochverrat, ist also ein Verstoß gegen den allgemeinen Willen, den das Volk je zu haben hätte. Ist also ein Verstoß gegen alle Gesetze der Vernunft, genauso wie gegen alle Gesetze des Rechts. Und damit hat der Mensch sein Recht auf Leben umgekehrt verwirkt. Ich mache jetzt noch den Punkt 4 international, was in der Einladung als was ist ein ewiger Friede angesprochen wurde. Und dann machen wir noch Diskussion oder machen Schluss. Ich kriege die Punkte 5 und 6 eh nicht mehr durch.
können wir ja, falls Interesse besteht, in einem kleinen Arbeitskreis nächste Woche nachholen. Jetzt noch Punkt 4. Dem Kant ist auch aufgefallen, und auch das hat er als unvernünftig betrachtet, dass die Staaten dauernd Kriege miteinander führen. Dem ist aufgefallen, dass da offensichtlich staatliche Interessen und Willen aufeinanderprallen und mit allen Machtmitteln, die da zur Verfügung stehen, sich gegenseitig in die Knie zu zwingen versucht wird. Da hat ihn nicht dran gestört. Das ist jetzt kein moralischer Vorwurf von mir. Es war schlicht und einfach so. Das will ich nur lakonisch feststellen. Da hat ihn nicht dran gestört, dass da Leute drauf gehen. Da hat ihn nicht einmal, da war er nicht einmal Staatsgeier gestört, dass die Staaten dabei einen Haufen Geld ausgeben, dass die Staaten dabei schwächer werden, wenn sie verlieren und so fort. Nein. Da hat ihn gestört, dass das doch keine Ordnung sein könne, die allgemeinen Vernunftprinzipien entspreche. Da müssen also Leute, also es ist der Anspruch, die Vernunft habe alles zu bestimmen, ist umgekehrt auch. Gleich immer die Erklärung, wenn etwas nicht so passiert, wie es ihm passt, ist es nicht vernunftbestimmt. Da gehen also Leute international und Staaten international aufeinander los, Leute in Staaten und von Staaten befehligt. Da sagt er, das sind doch immer dieselben allgemeinen Figuren, nämlich Vernunftbegabte. Die haben doch alle eigentlich den identischen Willen. Und insofern dürfe es überhaupt keine Kriege geben. Da ist ihm nur ein Problem aufgefallen. So wie er nach innen beim Staat weiß, dass Zwang nötig ist, um diesen allgemeinen Willen herzustellen, weiß er es auch international. Und da ist ihm sofort aufgefallen, es gibt international keine Gewalt, die die Vernunftprinzipien, die das Umgehen der Staaten miteinander auch bestimmen sollten, gegen die je besonderen Interessen der Staaten durchsetzen könnte. Es ist ihm also richtig gehend, der Mangel an einer internationalen Gewalt, die die einzelnen Staaten befriedigt, in Anführungszeichen, aufgefallen. Deshalb ist er darauf verfallen, in dem Punkt einerseits die Staaten als je schon für diesen ewigen und internationalen Frieden prädeterminiert zu bestimmen, also zu sagen, wenn ein Staat nach innen Recht exekutiert, wenn ein Staat nach innen den allgemeinen vernünftigen Willen exekutiert, dann wird er nach außen hin nicht ausgerechnet das Gegenteil dessen machen. Da hat er aber jetzt bei den Staaten, wie er sie so kannte, nicht unbedingt drauf gesetzt. Und deshalb sind ihm einige absurde Beispiele eingefallen, was denn nun die Staaten international bewegen können, den Frieden, also nicht sich gegenseitig bekriegen, einzuhalten. Da sind beispielsweise der internationale Handel eingefallen. Und das ist wirklich recht eigenartig und sehr widersprüchlich zu seiner bisherigen Argumentation. Wenn der internationale Handel, wo es ja wie auch Kant weiß, um Gewinn und Verlust, um Falschen, um Hin und Her, um sich gegenseitiges Ausnutzen geht, sich gegenseitig zum Mittel für den eigenen Gewinn und den eigenen Nutzen zu machen, wo also Gegensätze von Nutzen aufkommen, dass ausgerechnet das ein Mittel dafür sein soll, dass die Staaten nicht ihr eigenes Interesse, sondern das allgemeine oder im allgemeinen Interesse der Vernunft miteinander umgehen würden. Da muss ich nur ein Zitat vorlesen, das habe ich da nicht reingeschrieben. Zwei Zitate. Letztlich
hat er da, wo ihm die Gewalt abgegangen ist, beim Staat nach innen, da hat er gesagt, dieses Programm, das kann exekutiert werden, das kann realisiert werden, das ist überhaupt kein Problem, denn es gibt eine Gewalt, es ist zumindest eine Gewalt nötig, die dieses Programm realisiert. International ist ihm, wie gesagt, diese Gewalt abgegangen und er wusste sich dann auch nicht mehr weiter zu helfen, als ausgerechnet auf die menschliche Natur zu setzen. Und dann sagt er, also ausgerechnet schlicht und einfach auf seine Theorie zu vertrauen, also richtig gehend, den ausgänglichen Widerspruch in seinem Menschenbild. Der Mensch ist zwar vernünftig, gehört aber gedeckelt im Namen seiner Vernunft gegen seine individuellen Interessen, Absichten. Er wird das für sich nie schaffen, das war ja im Zitat. In dem Zitat, wo es nicht das Problem, einen Staat zu machen. Hat also den Standpunkt da ziemlich aufgegeben und verlassen und schlicht und einfach darauf gesetzt, dass ich das durchsetzen möge. Lest mal vor. Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von dem Rechtsprinzip ausgeht, wie das Verhältnis unter Menschen und Staaten sein soll und die den Erdengöttern die Maxime anpreist, in ihren Streitigkeiten jederzeit so zu verfahren, dass ein solcher allgemeiner Völkerstaat dadurch eingeleitet werde und ihn also als möglich und dass er sein kann, anzunehmen. So bleibt es also auch in, ja. Also ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie. Warum ich das bringe, ist ganz einfach. Ich werde dann ein anderes Zitat bringen, das hat denselben Grund. Gerade wo permanent internationale Gegensätze, Kriege festgestellt wird und die nicht zu beurteilen, als da will der eine Staat das, der andere jenes, deshalb bekriegen sie sich. Nicht an den Zwecken der Staaten zu beurteilen, sondern so wie Kant es getan hat, so negativ zu beurteilen. Sie sind unvernünftig. Sie folgen nicht allgemeinen Gesetzen, wie sie eigentlich in der Menschennatur drin liegen, sondern noch dazu, sie folgen der anderen Seite der Menschennatur, der Habsucht, des Materialismus, des Aufeinanderlosschlagens. Solche Urteile für internationale Verhältnisse, wie sie also eigentlich sein sollten und wie sie nicht sind, die kennt man ja von heute auch. Die schlichte Hoffnung also auf einen internationalen Frieden, weil es doch vernünftig wäre, das sind gang und gäbe, oder umgekehrt, die Kritik von Leuten, die Gegenteiliges vorbereiten, als unvernünftig, das ist so idiotisch wie der Ausgangspunkt, auch hier so idiotisch die Kritik an den Bestimmten, meinetwegen am Frieden. So kriterienlos und inhaltslos war, sei es, denke selbstständig, sei vernünftig, so inhaltslos ist auch die Kritik an Kriegen. Und man weiß gar nicht mehr, wogegen man da eigentlich vorzugehen hat, sondern man belässt es schlicht und einfach bei der Hoffnung, das wird schon nicht passieren, und so ist der Mensch eigentlich ja gar nicht. Und letztlich redet Kant hier sich auf das raus, was er vorher dauernd bezweifelt hat. Wenn schon im internationalen Verkehr, könnte man doch im Rückschluss sagen, die Hoffnung und das Vertrauen auf eine gewaltlose Einigung gegeben ist. Seine Völkerrechtsidee ist also eine Völkerrechtsidee, wo er sich selber noch drüber im Klaren war, dass ein Vollstrecker dieser Idee fehlt und dass deshalb nichts als Hoffnung übrig bleibt. Umgekehrt zu heute, heutzutage gibt es ja einen Vollstrecker dieser Idee, meine USA, die sich das jetzt zum Programm gemacht haben. Und da kommt komischerweise keiner auf die Idee, zu sagen, es gäbe einen Vollstrecker. Umgekehrt, es wird gerade heutzutage so getan, als bräuchte es einen Vollstrecker, diese Idee überhaupt nicht. Der Kant, der noch keinen Vollstrecker gekannt hat, der hat gewusst, eigentlich bräuchte es, sonst haut es ja gar nicht hin. Es bräuchte also eigentlich jemand, der internationale Rechtsprinzipien gegen Staaten durchsetzt. Kaum gibt es jemanden auf der Welt, kommt keiner mehr auf die Idee,
von einem Vollstrecker internationaler Rechtsverhältnisse zu reden, umgekehrt, jeder vertraut aufs Völkerrecht. Das ist auch der Unterschied von Kants Staats- und Moralphilosophie zu heute. Der Mann hat sich ein Programm ausgedacht. So absurd das ist, das Programm. Das auf dem formellen Prinzip, und das ist schon die ganze Krux, der Vernunft beruht. Und alle Gewaltverhältnisse, über die er klar Bescheid gewusst hat, als vernünftig ableiten, beziehungsweise sich Gewaltverhältnisse durchsetzen lassen, der es im Sinn hatte, dass sich Gewaltverhältnisse durchsetzen ließen, die nicht einfach Gewalt seien, sondern auch vernünftig. Der Mann hat also nichts zu legitimieren gehabt, umgekehrt, dem kam es, und das ist dann die ganze Struktur, die Form seiner Beweisführung und seiner Durchführung, dem kam es darauf an, zu beweisen, dass so eine Form von Gesellschaft, von Staat bis hin zur internationalen oder Weltgesellschaft, dass so eine Form von Gesellschaft möglich und notwendig sei, angelegt in dem, was den Menschen originär ausmacht. Heutzutage werden fast dieselben Ideologien, fast dieselbe Moralphilosophie, also der Mensch ist eine Sau, darum soll er sich zusammenreißen, derselbe Widerspruch der heutigen Moralphilosophie, er ist einer, der immer ausbüchst, und deshalb hat er gleichzeitig die Fähigkeit, dieses Ausbüchsen nicht stattfinden zu lassen, und umgekehrt wird die Fähigkeit, sich selbst zu beschränken, immer wieder behindert durch die Ausuferung. Also dieser selbe Widerspruch, der dient heutzutage und der trägt sich deshalb heutzutage, und das ist jetzt ein von mir nicht gewiesener Vorwurf, aber auch kein Interesse, den jetzt zu beweisen. Ich wollte nur mal, dass man vielleicht also methodisch den Unterschied angeben, dass man mal darauf achtet, im Moralphilosophie-Vorlesungen. Dieser selbe Widerspruch, der trägt sich heutzutage überhaupt nicht mehr mit dem Anspruch, wie Kant ihn hatte, beweisträchtig zu sein vor, sondern der Widerspruch, der kann sich heutzutage berufen auf Individuen, die fast diesen moralphilosophischen Anspruch an die Individuen und der moralphilosophischen Beurteilung der Individuen gerecht werden. Der kann sich heutzutage berufen auf Leute, die dauernd beide Seiten an sich haben. Immer irgendwas wollen und sofort ein schlechtes Gewissen dabei. Sofort immer sich selbst regulieren, sich selbst überprüfen, ob denn das auch berechtigt sei, ob sie das dürfen und so fort. Die also den Widerspruch, den Kant als Widerspruch des Willens bezeichnete, ohne alle Bestimmungen, sehr bestimmt in ihrem Willen praktizieren. Allerdings ist dazu eines zu sagen, und ich glaube, das ist auch eine Form, wie man den Kant widerlegen kann. Dass es ein und derselbe Wille sei, der sich die Freiheit gibt und zugleich die Beschränkung. Das kann ja wohl nur dann sein, dass das ein und derselbe Willensinhalt sogar sei. Das kann nicht sein, sondern es kann nur dann eine Bestimmung des individuellen Willens sein, wenn es sich um verschiedene Willensinhalte handelt. Und das ist ja nun in der Tat keine Schwierigkeit, dass ein Mensch mehrere Willensinhalte hat. Dass ein Mensch also einerseits dieses und jenes will, zum Beispiel, ja was weiß ich, irgendein Schmuck, den hat er nicht und bricht er ein oder bricht nicht ein und holt sich ihn, weil kaufen kann er sich auch nicht. Der hat also, der das nicht macht, der hat also tatsächlich zwei Willensinhalte. Das ist schon ein Wille, aber der Wille, der richtet sich auf verschiedene, auf gegensätzliche Dinge. Der Wille richtet sich einerseits darauf, dieses Kronjuwel zu diesen Schmuck zu haben, und andererseits relativiert er dieses sein Interesse daran, dass er es nicht darf. Macht sie also das nicht dürfen, auch zu seinem Willensinhalt. Dass ein Mensch es so weit bringt, dass das, was er gern möchte, dass er das nicht macht,
das ist allerdings nicht so, wie der Kant meint, eine Konsequenz des Willens, sondern es ist eine Konsequenz von Gründen und Ursachen, die von sehr außen her auf diesen Willen wirken. Dass überhaupt ein Wille sich überlegt, sich selbst relativiert, sich in Frage stellt, sich daraufhin beurteilt, ob das, was er will, berechtigt oder unberechtigt ist, da ist das Kriterium dessen, was berechtigt oder unberechtigt ist, dessen, was man darf oder was man nicht darf, schon vorausgesetzt. Und das Kriterium ist sehr bestimmt vorausgesetzt. Und es zielt überhaupt nur dann, wenn dieses Kriterium der Gewalt vorausgesetzt ist. Das heißt also, dass es so, dass ein normaler Mensch mit seinem Willen so verrückt und widersprüchlich kalkuliert, das setzt schlicht und einfach voraus den Staat und nicht umgekehrt ist der Wille, wie Kant es, der Staat, wie Kant meinte, eine Konsequenz des Willens. Es setzt den Staat also voraus als jemanden, der gewaltsam, schlicht und einfach der Recht und Ordnung Bestimmtes zulässt und Bestimmtes nicht zulässt. Es ist, also nochmal um den Unterschied klar zu machen, als Bestimmung des Willens, als einer, der sich selbst beherrschen, beschränken, bestimmen will, ist es ein widersprüchliches Konstrukt. Als praktizierter Wille ist es auch ein Widerspruch, allerdings ein wesentlich weniger konstruierter und ein wesentlich inhaltlich bestimmter. Nämlich, das, was man von Absichten hat, von Zwecken, an Bedürfnissen oder sonst was, dauernd daraufhin zu hinterfragen, ob man es darf oder nicht. Sich also die Beschränkung des eigenen Willens, und da stimmt es formell sogar mit dem Kant überein, sich also die Beschränkung des eigenen Willens zum Willensinhalt selber zu machen, das geht schon los. Darauf kommen tut überhaupt niemand. Und dann, wie gesagt, nochmal der Unterschied, dann ist es auch nicht ein abstrakter Wille, der sich abstrakt selbst bestimmt, sondern es ist ein sehr konkreter Wille, der sich überprüft an sehr konkreten Gesetzen und Vorschriften und meinetwegen auch an sehr konkreten Überhöhungen in Form von Gerechtigkeit, was nicht unbedingt mit den unmittelbaren staatlichen Gesetzen was zu tun hat. Das heißt also, heutige Moralphilosophie, die kann sich schlicht und einfach darauf berufen, dass es Leute gibt, denen ein solcher Wille beigebracht ist, denen ein solcher Umgang mit ihrem eigenen Willen beigebracht ist. Und die hat deshalb, die ergeht sich deshalb, das ist ein erstes Indiz dafür, hauptsächlich in Beispielsammlungen, in Erzählungen, da werden immer absurde Fälle konstruiert. Und die hat auch einen Kantikritik. Er wäre ein Formalethiker und hätte keine inhaltliche Ethik. Solche Moralphilosophie heutzutage braucht also das, was sie für richtig hält, nämlich einen Zwang gegen das Individuum im Namen des Individuums. Und braucht sie nicht mehr als notwendig, vernünftig und möglich zu beweisen, sondern der wird er tatsächlich daran praktiziert. Nur das im Namen des Individuums, das ist natürlich schon die ganze Lüge. Weil, wie gesagt, dass ein Individuum das macht, da gehört vorher was anderes gesetzt. Da gehört vorher der Zwang für dieses Individuum gesetzt, sich was anderes gar nicht erlauben zu können. Und das hat dann auch mit Selbstbestimmung genauso wenig und so viel zu tun, wie jemand selbstbestimmt ist, wenn er im Gefängnis sitzt. Umgekehrt ist Selbstbestimmung natürlich auch nicht das Richtige. Es gibt ja Linke, die verstehen das vom Kant so. Selbstbestimmung, Autonomie ist kein korrektes Rezept, kein korrekter Angriff gegen Fremdbestimmung. Das sind ja zwei Seiten von einer und derselben Sache. Selbstbestimmung, so wie Kant sie versteht, ist genauso tautologisch
und widersprüchlich und formell, wie wenn man gegen bestimmte Auflagen, die einem gemacht werden, die Forderung der Selbstbestimmung setzt. Was heutzutage passiert. Das ist nichts als ein negativer Bezug darauf, als eine negative Orientierung daran, dass dem Individuum permanent Auflagen gemacht werden. Es ist quasi das negative Abziehbild, das auch, wie die Moralphilosophie Kants, nicht irgendwie das Bestimmte befördern will, was das Individuum will, sondern sich damit zufrieden gibt, dass dem Individuum die Form dessen gewährleistet ist, dass das, was einem aufgetragen ist oder dass das, was man zu tun hat, man freiwillig mitvollziehen kann. Deshalb ist Autonomie, so wie es vom Kant her idiotisches Programm für die Gestaltung einer Gesellschaft war, genauso idiotisches Programm für die Kritik einer Gesellschaft.